Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach einem Treffen mit seinem belarussischen Amtskollegen erklärt, dass bereits im kommenden Monat taktische Atomwaffen in Belarus stationiert werden. Der Bau für die Anlagen werde in den kommenden Wochen abgeschlossen. Taktische Nuklearwaffen, die eine geringere Reichweite haben als strategische Nuklearraketen, sollen an der Grenze zu Polen stationiert werden. Belarus ist wirtschaftlich und finanziell von Russland abhängig. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges haben die Truppen beider Länder ihre Zusammenarbeit weiter intensiviert.